Hallo und herzlich willkommen. In dem Video heute soll es darum gehen, wie man Erwartungswerte bestimmen kann. Wenn ihr solche oder ähnliche Aufgaben vor der Schnauze habt, dann seid ihr bei dem Video hier goldrichtig. Zuerst einmal beginne ich damit, was ist ein Erwartungswert überhaupt? Das wurde dann auch in der Forschung bekommen. Ein Erwartungswert ist die Zahl, die eine Zufallsgröße im Durchschnitt annimmt. Gut, was ist Zufallsgröße? Das muss man bei jeder Aufgabe für sich betrachten. Zum Beispiel steht bei der A1, bestimmen Sie den Erwartungswert der erhaltenen Ziffer. Also ist der Wert der Ziffer die Zufallsgröße. Bei der Nummer 3 soll ich den Erwartungswert des Gewinns oder Verlustes bestimmen. Also ist der Gewinn oder Verlust die Zufallsgröße. Das ist deswegen wichtig, dass man sich das, bevor man die Aufgabe macht, vor Augen führt, dass man die richtigen Zahlen ermittelt. Dann reden wir noch kurz über ein paar Notationssachen. Also manchmal wird der Erwartungswert einfach mit E von X angegeben. Das E steht dann für Erwartungswert. Warum erkläre ich euch das? Wenn da nämlich nicht in Worten steht, bestimmen Sie den Erwartungswert, sondern steht nur, bestimmen Sie E von X, dass ihr wisst, was gemeint ist. Manche Lehrer oder Dozenten wollen, dass er dann irgendwelche speziellen griechischen Buchstaben dafür nimmt. Das ist dieses Zeichen hier, bedeutet aber dann auch Erwartungswert. Das heißt übrigens Mü, so wird das ausgesprochen. Wir schauen uns jetzt das erste Einführungsbeispiel an. Wir würfeln mit einem fairen sechsseitigen Würfel, auf dem die Ziffern von 1 bis 6 abgebildet sind. Bestimmen Sie den Erwartungswert der erhaltenen Ziffer. Dieses fair ist wichtig, das bedeutet nämlich, dass jede Seite vom Würfel gleich wahrscheinlich ist. Das heißt fairer Würfel, also das ist nicht gezinkt oder so. Und das sechsseitig ist auch wichtig, weil ich dann nämlich die Wahrscheinlichkeiten bestimmen kann. Also weil sich die Wahrscheinlichkeit, also unsere Zufallsvariable x, dafür steht das, 1 ergibt, ist ein Sechstel. Woher weiß ich das? Weil der Würfel sechs Seiten hat und eine davon ist die 1. Für die 2 auch ein Sechstel, weil es die 2 auch nur einmal gibt. Und das ist jetzt für jeden anderen Wert genauso. Ich empfehle bei diesen Aufgaben, dass ihr, wenn ihr sowas habt, ihr erstmal die komplette Wahrscheinlichkeitsverteilung hinschreibt für jeden einzelnen Wert. Die ist jetzt hier bei diesem Beispiel überall gleich, aber Achtung, das ist nur das Einführungsbeispiel. Wir werden gleich sehen, dass es nicht bei allen Aufgaben so ist. Und wenn wir jetzt einen Erwartungswert bestimmen wollen, können wir das folgendermaßen mit einer Formel machen. Wir gehen jetzt nämlich hin und multiplizieren immer die Wahrscheinlichkeit mit dem Wert, der rauskommt. Zum Beispiel jetzt hier, wir haben ein Sechstel Chance, eine 1 zu würfeln. Jetzt addieren wir die alle zusammen und wir haben eine ein Sechstel Chance, eine 2 zu würfeln, eine ein Sechstel Chance, eine 3 zu würfeln, eine ein Sechstel Chance, eine 4 zu würfeln, eine ein Sechstel Chance, eine 5 zu würfeln und eine ein Sechstel Chance, eine 6 zu würfeln. Im Endeffekt, was ich jetzt mache, wenn wir ein bisschen genauer hingucken an der Geschichte. Ich habe hier die Werte, die rauskommen. Und die multipliziere ich im Endeffekt immer mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Das sind im Endeffekt dann die Werte hier alle. So, wir müssen es auch nicht jedes Mal so bunt anmalen. Ich mache es jetzt nur einmal, dass wir die Formel exakt verstehen. Dann müssen wir das Ganze halt im Endeffekt noch ausrechnen. Hier kann ich jetzt die Tatsache nutzen, dass eh schon alles auf dem Hauptnenner ist. Macht die Rechnung ein bisschen einfacher. Dann haben wir unten nur noch das hier stehen. Und oben dann 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Das sind 10, 15, 21, 21 Sechstel sind 7 halbe und das ist 3,5. Das heißt, das durchschnittliche Würfelergebnis sind 3,5. Achtung, das ist jetzt nur ein Durchschnittswert, auch wenn die 3,5 als Zahl selber nicht vorkommen kann. Das ist ja nur ein Durchschnittswert. Das müssen wir an der Stelle hier mit bedenken. Hier gehe ich jetzt auch hin und führe auch die Formel ein. Also wenn man dann nämlich irgendwie die Literatur guckt, sieht das schon eine ganz komische Formel und die erkläre ich jetzt mal kurz.
Aber eigentlich ist diese Formel nichts anderes, das, was wir oben auch machen. P von x gleich i, das sind jeweils immer die Wahrscheinlichkeiten, die ich ausrechne. Also sprich diese ganzen 1 Sechstels hier. Und das mal i ist ja im Endeffekt nur der Wert, der rauskommt. So, was bedeutet dieses Omega, was da oben steht? Das Omega bedeutet der Wahrscheinlichkeitsraum. Das heißt, wir müssen alle Werte, die im Wahrscheinlichkeitsraum stehen, immer die jeweilige Wahrscheinlichkeit mit dem Wert multiplizieren, ganze Sachen zusammenrechnen. Steht hier, dieses komische geschwungene Zeichen ist ein Summenzeichen. Und die Summe bedeutet dann, dass wir alles plus rechnen. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Wir würfeln mit einem fairen sechsseitigen Würfel, auf dem die Ziffern folgendermaßen häufig vorhanden sind. Es gibt die 2 dreimal, die 8 zweimal, die 20 genau einmal. Bestimmen Sie den Erwartungswert der erhaltenen Ziffer. Jetzt können wir schon ein bisschen schematischer vorgehen. Das erste, was wir immer machen, wir schreiben uns die Wahrscheinlichkeitsverteilung hin. Muss man nicht machen, aber ich finde, dann ist es einfacher auszurechnen, macht auch weniger Fehler. Und danach wenden wir die Formel an. Jetzt muss man hier bei diesem Würfel aber verstehen, wenn ich mir diesen Würfel jetzt mal so ganz grob als Netz aufzeichne, dass die Dinger da jetzt ja unterschiedlich häufig drauf sind und nicht alle gleich. Es gibt zum Beispiel die 2 dreimal, die 8 zweimal und die 20 gibt es einmal. Also sind das die möglichen Werte, die wir rauskommen. Wir müssen nicht jedes Mal so hinzeichnen, das war jetzt nur zur Verdeutlichung. Also können wir uns jetzt überlegen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 2 rausbekomme, also dass die 2 oben liegt, die gibt es dreimal, ist 3 Sechstel. Könnte man jetzt noch kürzen, ich lasse es jetzt aber absichtlich so stehen. Dann, dass wir die 8 rauskommen. Die 8 im Endeffekt gibt es zweimal, also 2 Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir 20 rausbekommen, ist 1 Sechstel. Jetzt können wir wieder die Formel von gerade eben anwenden, die da oben. Also der Erwartungswert ist dann 3 Sechstel mal 2 plus 2 Sechstel mal 8 plus 1 Sechstel mal 20. Warum habe ich jetzt eigentlich die Brüche hier jetzt nicht gekürzt? Ich hätte sie ja kürzen können, weil ich mir damit später die weitere Ausrechnung einfacher machen wollte. Weil hätte ich die jetzt gekürzt, hätte ich teilweise unterschiedliche Brüche gehabt, dann hätte ich hier nochmal einen Hauptnenner bilden müssen. Dafür habe ich aber keine Lebenszeit in der Klausur. Deswegen habe ich es mir jetzt hier gleich gespart. Dann 3 mal 2, 6 Sechstel, 2 mal 8 sind 16 Sechstel plus 20 Sechstel. Dann müssen wir das jetzt alles noch zusammenrechnen. Das sind 22 plus 20, 42 Sechstel, 21 Drittel. Oder 7. Also ist der durchschnittliche Wert, der Erwartungswert ist hier 7. Wohl angemerkt, das ist nicht schlimm, weil es ja der Durchschnittswert ist. Die 7 muss nicht zwingend als Einzelergebnis vorkommen. Das ist ja nur ein Durchschnittswert. Kommen wir zum Beispiel Nummer 3. Wir haben ein Glücksrad mit 3 gleich großen Sektoren, die gelb, rot und blau gefärbt sind. Es wird ein Spiel angeboten. Der Einsatz, um einmal zu spielen, ist 10 Euro. Man kann das Glücksrad einmal drehen. Wenn gelb kommt, bekommt man 4 Euro zurück. Bei blau bekommt man 20 Euro zurück. Und bei rot bekommt man gar nichts zurück. Bestimmen Sie den Erwartungswert des Gewinns-Verlustes. Und die Zusatzfrage B, weil die häufig bei den Aufnahmen kommt, ist das Spiel fair. Also wir haben dieses Glücksrad hier. Und dann können wir uns überlegen, was passiert. Also bei gelb bekommen wir 4 Euro zurück. Bei Rot bekommen wir nichts zurück und bei Blau bekommt man 20 Euro zurück. Das Problem oder den Fehler, den jetzt viele machen, ist, dass sie sagen, ja gut, das ist ja einfach, das ist wie die Aufgabe gerade eben, dann ist ja P von x gleich 0
Ein Drittel. Warum ein Drittel? Weil es ja drei Teile gibt und die sind alle gleich groß. Und dann können wir wieder alle aufstellen und Erwartungswert hinmalen. Wo ihr aber aufpassen müsst bei solchen Spielen ist Folgendes. Ihr habt ja auch noch einen Einsatz von 10 Euro gehabt. Das müssen wir jetzt nämlich mitbedenken. Warum ist das jetzt so wichtig? Weil die Zufallsvariable, das habe ich am Anfang betont, müssen wir erst gucken, was es geht, ist ja der Gewinn oder Verlust. Das heißt, wenn wir 20 Euro zurückbekommen, haben wir aber 10 Euro eingesetzt. Das heißt, wir gewinnen eigentlich nur 10. Das heißt, hier verlieren wir 0 minus 10, also minus 10. Und im gelben Fall gewinnen wir eigentlich auch nicht, da verlieren wir auch was. Weil wenn wir jetzt diese Werte nämlich neu ausrechnen, dann haben wir hier 10, minus 10 und minus 6. Und auf sowas müsst ihr wirklich aufpassen bei diesen Aufgaben, dass ihr das richtig beschreibt, bevor ihr losrechnet. Also, jetzt können wir sagen, für den gelben Fall, p von x gleich minus 6 ist ein Drittel. Dann für den blauen Fall, p von x gleich plus 10 ist ein Drittel. Und für den roten Fall, minus 10 ist auch ein Drittel. Und jetzt können wir wieder unsere Formel hier anwenden. Der Erwartungswert ist dann ein Drittel mal minus 6 plus ein Drittel mal plus 10 plus ein Drittel mal minus 10. Da wir die Drittel jetzt schon durchgehend haben, kann ich die quasi hier auf dem Hauptnenner auch einfach durchziehen. Machen wir hier die 3 hin. Dann minus 6 plus 10 minus 10. Minus 6 Drittel sind minus 2. Und Achtung, was bedeutet das? Jetzt reden wir auch kurz mal über die Interpretation vom Erwartungswert. Das heißt, wenn ihr dieses Glücksspiel spielt, werdet ihr durchschnittlich pro Runde 2 Euro verlieren. Und das führt uns jetzt auch zur zweiten Frage, ist das Spiel fair? Naja, wenn ihr durchschnittlich immer verliert, dann ist das Spiel nicht fair. Tun wir aber gerade noch eine wichtige Vokabel hier aufwirbeln, weil man den auch häufig braucht. Man sagt ja an solchen Beispielen, das Spiel ist fair, wenn der Erwartungswert 0 gilt. Das ist so eine Vokabel, die man häufig braucht. Die habe ich euch jetzt auch nochmal schnell mit dazu gegeben. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit satten 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.